Hallöchen und herzlich willkommen hier zurück zum Let's Play von Tropico 5. Ja, in der letzten Folge sind wir etwas zügigst und panisch in die neue Aufnahme gestartet. Ich würde sagen, das legen wir jetzt erstmal, indem wir erstmal ganz tief durchatmen, erstmal ein bisschen Ruhe einkehren lassen. Und ja, dann würde ich sagen, nehmen wir mal die Pause raus. Und irgendwie habe ich mir gerade Gedanken darüber gemacht, dass wir irgendwie gerade ein kleines bisschen wirtschaftstechnisch schlecht dastehen. Was haben wir denn hier? Kakaoplantage. Hier haben wir Zuckerrohr. Wenn wir nochmal Zuckerrohr bauen würden, da könnten wir ja eine Rumdistillerie bauen, womit wir dann wiederum richtig viel Kohle machen könnten. Ist mir gerade in der kurzen Pause gekommen. Das heißt, das nächste, was ich bauen würde, wäre nochmal eine Zuckerrohrplantage. Die dann halt irgendwo da oben hinklatschen, wo wir halt schon Zuckerrohr bauen können. Zack. Da kommt die da irgendwann mal hin. Und dann wäre dann das nächste, was wir halt bauen würden, Industrie, eine Rumdistillerie. Müssen zwar auch ordentlich Leute rein, aber da haben wir zumindest schon mal zweimal Zuckerrohr. Einmal Mais haben wir und einmal, nicht Baubüro, einmal Ananas, okay. Weil ich glaube, wir müssen jetzt auf den sekundären Sektor setzen, also der primäre Sektor, der auf den Feldern arbeitet. Ja, die Baustelle kann jetzt mal stillstehen, das brauchen wir nicht unbedingt, Militär vor. Wow. Die werden gut situiert. Naja, okay. Wir brauchen im Endeffekt welche. Da kommen nur zwei Leute rein. In der Staatskasse herrscht eine solche Ebbe, dass manche Analysten sagen, für Tropico könne es nicht mehr schlimmer kommen. El Presidente versicherte ihnen daraufhin, dass es das sehr wohl könne und auch würde. Ja, das ist echt so. Boah, die werden mit dem LKW dahin gebracht. Leute. Also euch geht's echt so gut hier. Das ist... So, wir brauchen insgesamt noch 5 Wachtürme. Die würde ich gerne 2, wenn ich keine Freiheit raube. Wir schauen mal ganz kurz. Die rauben irgendwie doch, oder? Nee, eigentlich nicht. Also die rauben keine Freiheit. Wir haben so eine neue Aufgabe. Ich mag diese Adriana nicht, Präsidente. Sie ist immer unfreundlich zu mir, beschimpft mich mit Wörtern wie dummer Affe und mag meine Pläne nicht. Selbst dann nicht, wenn sie funktionieren. Ich schlug beispielsweise vor, eine Fischereiflotte zu benutzen, um Minen vor unsere Küste zu legen, aber sie lachte mich nur aus. Könnten wir das nicht machen, Präsidente? Bitte. Bauen Sie 2 Fischereihäfen, ihr müsst uns aufschub um 12 Monate. Finde ich eigentlich gut, muss ich sagen. Das Problem ist, also da haben wir Fische. Dann baue ich erstmal die Straße weiter, die da irgendwie wunderbar liegt, würde ich sagen. Kurve ist zu scharf. Ah, okay, da bauen wir eine Kreuzung hin. Okay. Nicht unter Wasser. Ist kein Wasser, Kollege. So. Jetzt haben wir hier die Premiumstraße des Todes auf Doom. So. Also, die Straße ist schon toll. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Die Straße ist toll. Ich glaube, da brauchen wir hier aber erstmal jemanden, der erkundet, gell? Können wir mit denen nicht auch erkunden? Erkunden. Erkundet mal so weit wie es geht. Ach, dahin geht nicht. Präsidente, wir konnten einfach keine Entdeckungen machen. Also beschlossen wir, die größten Errungenschaften der Franzosen zu stehlen. Dummerweise brachen wir daraufhin in ihr Museum für Militärgeschichte ein und brachten nur diese weiße Flagge mit. Die können wir höchstens als Tischtuch nutzen. Effekt Botschaft freigeschaltet. Diplomatische Aktion Preisen freigeschaltet. Das heißt, das können wir uns politisch auch positionieren. Können wir da nicht hinbauen? Das finde ich voll schade. Da oben auch nicht, oder? Kommen wir da irgendwie hoch? Das finde ich schade, weil da haben wir Fische. Kommen wir da echt nicht hin. Finde ich blöd. Gefällt mir nicht so. Da finde ich es echt voll schön, aber ich glaube, hier sind wir trotzdem ganz gut in der Nähe. Wir brauchen 2 Fischereien. Wobei, die gehen vom Preis her, das finde ich gut. Muss an der Küste platziert werden. Wie rum denn? Ich habe in den Häusern generell gegen Land, habe ich mal gehört. Hallo? Also Steg in Richtung Wasser, falls ich nicht ganz dumm bin. Objekte darunter blockieren den Baum, muss an der Küste platziert werden. Warum blockieren Objekte darunter den Bau? Schade, da hat man doch so einen Fisch vorkommen. Ich glaube, den müssen wir ein bisschen weiter reinmachen, oder?
Schade, können wir irgendwo anders hinpflanzen. Wie muss ich den an der Küste platzieren? Da war doch was, oder? Ach so, relativ weit rein. Okay. Also relativ weit rein. Gut, dann weiß ich dort Bescheid. Versuchen wir das mal. Ich glaube, da ist die Straße zu weit drin, gell? Wie kann ich denn abreißen? Straße abreißen. So. Baumenü, was haben wir denn heute im Baumenü anzubieten? Ich empfehle Ihnen heute aus unter dem Baumenü. Da können wir einen Fischereihafen hinbauen. Und den zweiten machen wir dann zu den Fischvorkommen da drüben, würde ich sagen. Da kann man die Straße halbwegs anbinden. Ich kann gut Straßen bauen. Das ist ganz normal. El Presidente hat es einfach drauf. So, da haben wir den Fischereihafen direkt neben dem Militär vor. Das ist gut, das bringt Freude. So, geldmäßig läuft also mittelmäßig. Was sagt denn das Krankenhaus? Haben wir überhaupt Leute, die da arbeiten? Wir haben drei Leute mit Universitätsabschluss, die da arbeiten. Servicequalität 60, Besucher, hollala. Unsere Leute sind irgendwie sehr krank, habe ich so das Gefühl. Gibt es denn hier noch so eine Premium-Variante dazu? Für unsere Leute ist mir nichts zu schade, gell? Antike Ruinen. Bietet Unterhaltung für reiche Bürger und Touristen. Brauchen wir nicht. Tourismus brauchen wir auch noch nicht. Gemeinwohl und Medien. Eine Kirche vielleicht. Kleiner Laden bräuchte man generell auch noch. Oder eine Polizeiwache. Eigentlich bräuchte man von allem noch irgendwie was. Weil Zufriedenheit ist eher gerade nur so... Warum wird die nicht groß? Weil die zu wenig Platz hat wahrscheinlich. Hm. Wir sollten noch ein Religionsgebäude bauen. Ja gut, da fehlt jetzt eine. Deswegen ist die Qualität nicht so der Burner, gell? Die brauchen alle Universitätsabschluss. Warum braucht man für... Ach, das ist die Bibliothek. Oh. Stimmt, aber früher in der anderen Stadt war hier der... Die Missione. High School. Okay, ich würde sagen, wir bauen auf jeden Fall noch eine Kirche. Eine Kirche. In der Nähe natürlich. Boah, ist die groß. Wo braucht man denn sowas? Direkt hier neben. Ist zwar nicht ganz in der Nähe, aber da drüben wohnen ja auch Menschen. Ich glaube, hier ist ganz praktisch. Ein Fischereihafen. Und da drüben ist noch eins. Haben wir schon mal zwei Baubüros. Nee, Transportbüro. Wir haben zu wenig Menschen. Also in den Häusern wohnen jetzt auch Menschen. Okay, das heißt, da drüben in die Mietskasernen auch. Da können es Leute einziehen. Das heißt, wir haben jetzt ein bisschen Massenwohnheim da drüben. Ist ganz gut, es sind nicht mehr allzu viele obdachlos. Wie sieht es denn aus? Obdachlos immer noch 16. Das wird aber besser, das wird besser. Arbeitslos 1, verfügbare Jobs 12. Wir brauchen neue Einwohner. Wie können wir das machen? Wir können neue Leute einladen. Kommt ja auf Tropico, wir haben billige Arbeitsplätze für euch. Ah, die läuft effizienztechnisch ganz gut, muss ich sagen. Steigt um 100 Punkte. Das ist Kakao, oh. Was können wir hier alles machen? Alle Plantagen, Hydrogrundhöhe in der Nähe steigt um 10. Hier wahrscheinlich genau das gleiche, okay. Aber ich glaube, die Effizienz ist so schon mal ganz gut. Boah, ist die Musik lauten aufdringlich. Zwei Schiffe wieder mit Geld am Start. Das ist ganz gut. Das heißt, hier können wir ein bisschen Nahrung dann produzieren. Aber wir brauchen Einwohner. Wir brauchen Einwohner. Frachter. Hat keine neuen Bürger. Oh, wow, wow. Ja, unsere Handelsschiffe haben ein bisschen Waren exportiert. Wir brauchen aber neue Bürger. Wir brauchen nicht unbedingt Geld. Wir brauchen neue Bürger. 20 Bürger. Woher kamen die auf einmal? Wir haben 20 neue Leute. Puh. Also muss nur rufen. Wow. Also ich muss sagen, ich sollte City Skylines spielen, weil ich es einfach drauf habe. So. Ein Schild mitten im Nichts, das ist ganz gut. Schau mal. Schau mal, wie der da angerollt kommt. Also ich muss sagen, ich kann gut Straßen verlegen. Das ist eine Pracht. El Presidente, nimmt das. Nimmt das an, er macht das gut. So. Ein geschwinder Blick auf die Uhr. Okay, läuft alles. Da hinten ist ein Berg noch im Dingen. So, dann haben wir bald den ersten Fischereihafen. Im Endeffekt brauchen wir ja auch noch Wachtürme. Da müssen nur zwei Leute drin arbeiten. Das heißt, es läuft ganz gut. Das heißt, wir könnten erstmal da drüben eine Fischereihafen noch bauen mit vier Leute. Da kommen hier hin. Wunderbar.
Wo sind die denn näher an den Fischen dran? Warte mal. Wo sind denn eher Fische? Da sind Fische, da sind Fische. Das heißt, ich baue den... Komm, ich baue es noch ein bisschen weiter rein, oder? Bauen wir noch ein bisschen weiter rein. Straße. Machen wir so eine Küste entlang. So. Dann bauen wir die, würde ich sagen, ganz hier an der Seite. Wo haben wir es denn? Fischereihafen. So, am besten richtig rum, Josh. Muss an der Küste platziert werden. So, ist gut, so. Sieht zwar wieder total asymmetrisch aus, aber hey. Dann können wir ja noch zwei, was kosten so ein Wachturm? Geht aber auch, muss ich sagen. Bauen wir, die sagen, ein. Da hinterhin. Also generell, dass unser Palast halt auch gesichert ist, weil ich glaube, das ist der Bereich, den wir am ehesten angreifen werden. Und dann brauchen wir am besten noch einen hier in Küstennähe. So, hier vielleicht, so. Dann haben wir irgendwann, falls mal alles gut läuft, 5 Wachtürme, Mietskaserne werden auch gebaut. Können arme Menschen rein und hier gut situiert und hier auch arm. Okay. Was haben wir denn hier sonst noch alles rumfliegen? Hier sind die ganzen Häuser. Wie sieht es mit Tavernen aus? Ja, die sind ganz gut dabei. Aber irgendwie ist es hier voll unschön, gell? -9 Schönheit. Warum ist hier so unschön? Die Häuser sind nicht schön, oder was? Warum sind die nicht schön? Die kann ich mir zu einem Haus aufbauen. Okay. Wohnqualität können wir also hier auch in den Häusern steigen. Da können wir alle möglichen Sachen machen. Interessant, aber ich habe doch hier voll viele Parks hingebaut, Leute. Und vor allem unser Palast ist doch auch schön. Da bauen wir, würde ich sagen, wo haben wir das denn? Große Gartenanlage, erhöht die Schönheit der Gegend. Da mitten rein. Zack. Es muss doch jetzt schöner werden, das ist doch voll schön. Also ich finde es schön hier. Also ich würde da sehr gerne mal abends ein Trinken gehen. Also ganz ehrlich, Baumenü. Dann bauen wir hier noch ein paar kleine hinter. Zack. Jetzt ist doch schön, oder? Direkt unter Palmen. Tabern. Ja, die Tabern-Taverne. Also, wenn das nicht schön ist hier, dann weiß ich aber auch nicht. Leute haben einen seltsamen Geschmack. Okay, unsere Klinik ist auch voller Dekorativität. Das heißt natürlich Dekorativität, ganz klar. So, also wir werden immer beliebter, was daran liegt, dass jetzt eine Kirche irgendwo im Bau ist. Hier, so mittelmäßig. Unsere Mission ist überlaufen. Da haben wir hier aber auch nochmal Plätze für Religionsausübung. Baubüro läuft eigentlich auch. Da haben wir jetzt 2 Stück von. Ja, der wird ein bisschen langsamer gebaut hier. Ist auch in Ordnung so. Ja, gut, dann haben wir 2 Militäraufrüstung. Hier können es auch Leute. Die aktivieren mit Bürger kein Essen aus diesem Gebäude nehmen. Die können auch gerne Essen hier rausnehmen. Brauchen wir schon mal keins importieren. So, was haben wir denn hier? Eine Maisplantage. Haben wir denn irgendwo so einen kleinen Laden oder sowas? Oder haben wir den nur drüben gebaut? Ich glaube, den haben wir nur drüben gebaut. Das heißt, wir sollten gerade, weil die Häuser, das ist nämlich so, in den Landhäusern hier, können die Leute ihr Essen selber anbauen. Hier allerdings nicht. Das Problem ist nämlich, dass die hier nicht ihr eigenes Essen anbauen können, weil da vorne Grünzeug ist und schön und Schnickschnack und so. Also nicht Knickknack und so, sondern Schnickschnack und so. Und deswegen brauchen die einen Laden in der Nähe. Glaube ich zumindest mal gehört zu haben. Boah, ist das laut! Ich kam gerade auf die glorreiche Idee, meine Kopfhörer leiser zu stellen. Ihr könnt mich jetzt als kompetent bezeichnen. Parkplatz. Erhöht die Anzahl der Autofahrer sowie die Arbeitsqualität aller Arbeitsplätze in der Nähe. Parkplatz? Geil. Wer braucht Parkplätze? Wo sind viele Arbeitsplätze? Hier sind viele. Jetzt bauen wir hier mal einen Parkplatz hin. Nehmen die katholische Mission. Ja, aber hier im Innenstadtbereich haben wir Parkplätze im Innenstadtbereich. So, da weichen jetzt einfach mal die... Wobei, die können eh nicht weichen. Dann müssen wir mal hier mal hin. Dann haben wir im Prinzip relativ stark in der Nähe viel abgedeckt. Jetzt haben wir einen Parkplatz. Schön. Josh baut sinnloses Zeug. Ist ja okay. Umspannwerk. Was wollte ich noch alles bauen? Sägewerk. Die Rumdistillerie. Kostet ordentlich was, aber ich glaube, die wird sich auch lohnen. Unterhaltung. Eine Restaurante. Bietet Unterhaltung und Nahrungsvielfalt. Das heißt, wir brauchen Nahrungsvielfalt und wir brauchen eine Polizeiwache vielleicht. Was kostet das? 5000? Boah, ist das groß.
Boah, ist das groß. Sicherheit ist hier nicht so der Burner, gell? Gerade hier so in der Mitte. Das heißt, eigentlich bräuchten wir hier, da wo die ganzen Hütten stehen, warum ist eigentlich mal eine Polizeiwache hin? So. Dann wird es hier ein bisschen sicherer. Ich bin voll asozial, gell? Einen kleinen Laden und dann bauen wir noch eine Ristorante irgendwo hin. Das heißt, den kleinen Laden bauen wir vielleicht Laden am Eck irgendwo. Hier, wo halt diese Häuser sind. Oder wir müssen, ich glaube, wir müssen erstmal ein bisschen Straßen bauen. Oder erstmal die Aufgabe lesen. General Penultimo hat einen weiteren Plan zur Verlangsamung unserer Feinde entwickelt. Seine kühne Methode, wir sollten sie alle betrunken machen. Finde ich insofern gut, dass wir eh rumbauen wollten. Ich weiß wirklich nicht, warum sie diesen Idioten noch beschäftigen. Sie werden doch wohl nicht diesen lachhaften Plan verfolgen. Exportiere 5000 rum. Finde ich gut, aber das mit dem Stahl ist irgendwie, ich weiß nicht, wie kann ich Stahl machen? Muss man da mal schauen. Also, rum finde ich eine gute Idee. Jetzt haben wir eine Kirche, so. Arbeitsqualität 60, hollala, finde ich gut. So, Manager, wie viel haben wir denn überhaupt? Nicht so viele, schade. Aber auf jeden Fall haben wir da dann auch Plätze für Religionsausübung und zwar nur 50? Ein bisschen schade. Oder wird das... Ah, okay. Je Mitarbeiter können 50 Leute rein. Finde ich gut. So. Hier können dann auch noch Leute einziehen. Beengtes Wohnen. Nö. Bin ich nicht dafür. Können wir es irgendwie verbessern? Nur durch Elektrifizierung. Okay, schade. Also, die Kirche haben wir jetzt auch noch in der Nähe. Können wir die auch irgendwie verbessern? Erhöht die Wohnqualität von Wohngebäuden in der Nähe um 10 auf maximal 20 Punkte. Budget steigt um 25%. Können wir machen, wenn wir mehr von denen hier haben, würde ich sagen. Also, aber erstmal würde ich sagen, beenden wir die Folge. Dann fangen wir in der nächsten Folge mal ein bisschen an, Straßen zu bauen. Aber ich würde sagen, die Leute, die mögen uns doch schon. Also wir machen das, glaube ich, ganz gut. Gerade mit solchen grandiosen Stellen hier ist es einfach eine Pracht. So, der wird auch gebaut und ich würde sagen, dann stellen wir uns mal hier in die Mitte. Womit kann ich dienen? Was bist du? Ah, du bist eine Nonne. Okay, verstehe ich. Würde ich sagen, beenden wir erstmal diese Folge und haben natürlich da mitten in der Stadt haben wir hier so Anbaugebiete, ganz klar. Also ich würde erstmal sagen, ich verabschiede mich, sagt tschüss, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.